Fahrzeug. So, heute Ernte Enzberg. Quasi. Heute. Damit soll jetzt gleich sie werden. Da wird jetzt die ganze Woche nicht gelassen, aber jetzt wird es am Tag fast nicht gelassen. Jetzt sind Maisäcksel und so. Nehmen wir jetzt noch quasi ein großer Bock rein. Nehmen wir die Flicksack rein. Und ich weiß ja bei uns, wir tun ja immer quasi Untersaat machen. Aber naja, hat die Untersaat aufgrund der Trockenheit nicht hingehauen. Dann bin ich mit dem Feinkopper drüber. Feingekoppert und dann nochmal eingesaut. Und jetzt ist relativ gut drauf. Aber es darf auch nicht mehr Adlern alles erwogen. Fette Futter, ja, ist ein guter Futter. Ganz berge Menge, oder irgendwie. Jo, schaut super aus. Oh, da liegt schon direkt der Futter. Jetzt ist genau 12 Uhr, es ist noch ein bisschen nass. Ja, ist halt leider so, der Tau ist halt derzeit noch relativ gut. Ja. Aber schaut ja perfekt aus. Ja. So, gleich mal aufkreisen. Morgen Vormittag oder heute am Abend noch zusammenrahmen. Mittwoch wollen wir es erst einführen, Mittwoch. Das wird gleich anständig abtrocknen. Da ist das. Ja, Maishäcksler haben wir auch eine Neuerung. Nachdem letztes Jahr unser Maishäcksler hin war, ist unser Anreiher, den wir vor 2 Jahren komplett renoviert haben. Jetzt weiß ich noch nicht, entweder wir ihn verkaufen oder ich richte nochmal komplett hier einen Anreiher. Aber wir haben mittlerweile haben wir schon einen neuen Häcksler angeschafft. Es hat jetzt 2 Reihen, und welches Fabrikat und wie der ist und wie das gehört, das wird schon sehen. Machen. Das hat schon ein Gebraucher. Direkt soll zu uns einfach nicht raus. Und ich brauche ich gerade. Nächster Jahr würde bei uns das noch funktionieren beim Nachbarn auch nicht mehr. Da hat der ja seine. Der wird die Ballen machen quasi mit der Ballenpresse. Ja, bin neugierig. Naja, ist auch eine Ballenpresse in eins, als ob die nachher funktioniert, aber da sind wir alles erst drauf gekommen. Heute Montag, ja, jetzt sind wir brauchen. Heute, ja, heute ist Messilien bei unten den Nachbarn. Morgen Messilien, Markus. Mittwoch bei uns Silien. Ja, zuerst groß und weiß. Ja, wir haben alles drauf, wo wir das funktionieren. Okay, ihr seht, das ist richtig gut vorgetragen. So, kurze Fahrt dann zurück. Jawohl, okay. Passt, dann sehen wir uns beim Silo treten. Hochträger Jaguar. Da geht es dahin. Gar nichts. Winke, winke. Ha, da drüben ist er der Riesel. Ja, für das, dass du so Druck gemacht hast bei uns, der Meister, schön war, denke ich. Das ist schon geil. Da kannst du mit so einem Gerät kannst du einfach drin reinfahren. Das geht halt mit unserer Häcksler halt überhaupt. So, jetzt mein Handy einmal eine Runde filmen. Ja, wird geil. Ja, der ist aber gleich voll. Hey. Ist du nahe. Aber der ist eigentlich schon voll. Der 8-3 ist schon relativ wild, ja.
So, jetzt gehen wir gleich auf Fassilo. Ja, nichts zu machen. Will du? Aber. Jetzt sind wir gleich bei 13, Stefan. Hucker und ein volle Mutz. Jo, dann geht's wirklich bis morgen. Für dich. So, der Wasser. Weiter geht's. Den ersten Fleck haben wir schon aufgemacht. Gut Futter drauf, gut Futter. Da haben wir es auch nicht schlecht drauf. Du hast es schon gesehen. So, am Fahrbereich, 40, passt, und Schwung. Du gehst dahin, ohne Gewinn. Ah, ich hätte jetzt gut getroffen. Du hast aber jetzt lang gebraucht, jetzt dann, bis ich dann aufmache und dann gekommen bin. Ja, man hätte noch siliert eben. Jetzt zeige ich genug. Und um 3 habe ich angefangen zu aufmachen. Dann hätte sie es 4. Den ersten Fleck habe ich schon den ersten Reihen gedacht. Da drin sind noch 4. Da haben wir noch eine hohe. Grob auch noch. Da. Da drin habe ich einmal nachgesagt. Das schaut aber echt nicht schlecht aus. Gell? Ist drin extrem schotzeitig. Wir haben da schon extrem frische Schotten. War es extrem früh vom Jahr, so meine ich das. Aber da war er, ja. Gut. Gegült habe ich einmal alle in der Mühle geführt. Ja, jetzt gehen wir nach dem Herbst wieder Mist auf. Früher kann es sein, dass man nachher. Kann es sein, dass man Mais anbauen erinnern. Das müssen wir aber erst schauen. Müssen wir morgen früh anfangen, es schaut aus. Früh anfangen, das ist schon relativ trocken. Ja, wenn der Müll und er wieder zusammengeklappt. Da, geil ist das. Nicht da rein. Da rein haut das eigentlich alles super hin. Die Nachbarn und die anderen, das sind eh überhaupt super angenehme Leute. Drüben haben wir jetzt einen Wiesenkrieg noch, einen Schnitt. Und das ist das kleine neben der Straßen. Mit jetzt so einer Bundesstraße. Ja, die oberen Taler müssen eine Focke sein und die unteren auch. Schaut aus. Ist so. Auch noch bleiben an der Woche. So ein Hund einmal erwischt, den ziehe ich lebenslang, das sage ich dir gleich. Das ist einer, der Zeug ausschmeißt. Oben haben wir einmal bei uns neben der Straße nicht einmal 16 Bierdosen, 16 bunte Gammadosen, alle von der gleichen Sorte. Das heißt, das muss von einem so einem Schmutzfink gewesen sein. 16. Also fast, also mehr wie die Hälfte von der Loch. Da. Gehen wir schauen. Ja, das kommst du wieder auf die Spezialhalterung rauf. Ah, das ist wieder alles jetzt so einfach. Nehmen wir den Träger fahren. Hinten hängt der Minion drauf. Wir treten eh schon wissen, gell, wie das geht.
gesagt, du springst schon in die zweite vor. Da. Nämlich das Eck schon so weit abgesessen, dass die Plane fast sogar zu kurz war. Ja, Markus, heute wäre zu früh dran gewesen. Jetzt muss ich nur noch einmal. Das war kurz warten. Voll gemacht, der Ladewagen, jawohl. Da angebeugt ist alles gut. Geben gestern zusammengeschlagen, ist in der Früh immer extrem down aus. Wenn wir heute erst zusammengeschlagen hätten, hätte es wieder gedauert bis 2, 3, bis es wieder so halbwegs, oder bis 2, 1, 2, bis es wieder so halbwegs trocken wird. Das kann es dann auch vergehen, wenn es wieder dauert. So ist das, ja, verteilen und dann verrichten. Ganz einfach. Einen Hocker, da hat er einen Huf. Ein Huf. Ja, wir haben schon einen Huf mal rausgelassen, einen großen Huf. Ah, passt, perfekt.
Ja, so läuft das, ganz einfach. Jetzt mit der Verteilerwolzen, mit der breiteren Verteilerwolzen, das wird lustig wie früher. Früher war überhaupt eine Katastrophe, sind wir hinten gefahren in Linden. Der Klimaanlage reingestapelt, grauenhaft. Dann war ich aber krank. Scheiß Stab da. Jetzt ist es wohl besser. Jo, okay. Dann sehen wir uns beim Messwechsel. Vorsichtig, falls der Messwechsel noch hinhält.